Der Kapitän ist da, Sebastian Schuppan. 0-3, deutlich zu hoch, wie ich finde. Es war in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Auswärtsspiel und in der zweiten dann eins, wo es vielleicht eine Knackpunktszene gab mit dem Elfmeter. Kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erste Halbzeit gut reingekommen. Magdeburg hat uns natürlich den Ball ein bisschen überlassen, aber ich fand, wir haben es gut gemacht. Wir haben viel Spielkontrolle gehabt, haben den Ball gut laufen lassen, sind von der einen auf die andere Seite gekommen und sind dann auch in gefährliche Situationen gekommen und dann natürlich auch durch Standards gefährlich gewesen. Und was mich geärgert hat, war, dass wir Magdeburg eingeladen haben durch individuelle Fehler hinten und das war so, eigentlich die Spielkontrolle, die wir hatten, dann so peu à peu ein bisschen abgegeben haben damit und dementsprechend kriegen wir dann so ein blödes Kopfballtor, wo Beck natürlich schwer zu verteidigen ist, wenn er einmal hochgeht mit seinen 1,96 Aufsetzer. War natürlich ein kleiner Schlag vor der Halbzeit und zweite Halbzeit haben wir natürlich offensiv nicht mehr so die Durchschlagskraft gehabt, wie wir sie erste Halbzeit teilweise hatten. Und dann kommt es zur Situation zum Elfmeter und das Spiel dann im Endeffekt natürlich in die Richtung von Magdeburg gelenkt. Kommt ein langer Ball in den 16er, du gehst in den Zweikampf. Wir haben von oben gesehen, der Ball geht an deine Hand. Das ist, glaube ich, unstrittig. Aber wie hast du die Situation erlebt? Muss man den pfeifen? Ja, ich meine, zuallererst geht der Spieler überhaupt nicht zum Ball. Der will nur mich bedrängen, sodass ich den Ball nicht richtig köpfen kann und kriegt mir genau einen Stecher in den Rücken. Den Moment, wo ich hochspringen will und wer das weiß, der wird auch wissen, dass man die Arme da nicht am Körper lassen kann. Das geht nicht, wenn einer dir einen Schlenker gibt und du machst automatisch die Arme breit. Und dementsprechend gucke ich überhaupt nicht zum Ball. Und das ist dann für mich das Hauptkriterium, warum man den vielleicht nicht geben kann. Aber er hat im Endeffekt die einfache Variante gewählt vor der Kulisse und vor dem Stadion. Und klar, der Ball berührt die Hand, da kann ich nichts gegen sagen. Aber man sieht ganz klar, dass ich überhaupt nicht in Richtung des Balls gucke und gar nicht weiß, wo er ist. Und von daher ist es ärgerlich, aber klar, wie gesagt, laut Regel ist schon, kann man schon geben. Du hast die Kulisse angesprochen. Du bist ja einer, der, weiß Gott, sehr, sehr viel Erfahrung hat und auch solche Kulissen natürlich kennt. Aber ihr habt eine sehr junge Mannschaft, auch heute wieder auf dem Platz gehabt. Hat das möglicherweise diese Kulisse eine Rolle gespielt? Kann ich eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, wir hatten die Spielkontrolle und hatten auch erste Halbzeit den Mut, öfter mal flache Bälle durchs Mittelfeld zu spielen. Und von daher kann ich da jetzt keinen großartigen Vorwurf machen. Ja, bei Standards waren wir heute sehr gefährlich, muss ich sagen. Dann muss ich mir selbst ankreiden, dass ich vielleicht ein, zwei Tore machen kann. Einen hält er gut, die anderen zwei kriege ich leider nicht aufs Tor. Und dementsprechend ist es ärgerlich, klar. Im Endeffekt fällt es deutlich zu hoch aus, aber davon können wir uns jetzt gar nichts kaufen. Das ist jetzt alles dahin geredet. Wir haben verloren und wir müssen jetzt gucken, dass wir weiter so machen. Ich denke, wir haben angeknüpft an die Leistungen davor. Und hier gewinnst du eben nicht mit 96% oder 95%, sondern musst du über 90 Minuten 100% deiner Leistung bringen und dann kannst du hier gewinnen. Aber ja, am Endeffekt waren sie dann natürlich effektiv und clever in der zweiten Halbzeit, weil ich glaube, sie hatten wirklich nur zwei Chancen und die machen sie rein und von daher, ja, effektiv. Muss ich doch nochmal schnell nachfragen, wenn du sagst, mit 96% gewinnst du nicht, warum waren es dann keine 100? Ja, weil wir eben auch zwei, drei unnötige Einladungen an Magdeburg verteilt haben, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, dass du den Gegner dann überhaupt so wieder hochkommen lässt. Das war für mich sehr, sehr ärgerlich, weil wir den, wie man so schön sagt, den Gegner teilweise sehr im Sack hatten und dann holst du sie wieder hoch durch so Szenen, wo unnötig sind völlig. Da dürfen wir uns nicht zu schade sein, auch einfach mal den Ball wegzuhauen, weil im Endeffekt da fragt danach keiner mehr, wie der Ball nach vorne gekommen ist. Aber wenn du solche Einladungen verteilst, dann kannst du den Gegner wieder aufbauen und das haben wir in dem Moment gemacht, deswegen nicht 100%. Ja, am Ende 0-3 nach einer eigentlich zumindest sehr guten ersten Halbzeit. Warum ist es dann so deutlich geworden? Ja, wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, ich denke, wir haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt, beziehungsweise erst 35 Minuten. Die letzten 10 Minuten haben wir so ein bisschen nachgelassen. Natürlich ärgerlich, dass dann nach so einer Flanke um Kopfballtor das 1-0 fällt kurz vor der Pause. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, das 2-0, unglücklich, ein bisschen Elfmeter. Ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es ein klarer Elfmeter war. Im Zweikampf springt er an die Hand, ich weiß nicht, ob man da Elfmeter geben muss, aber ja, und hinten raus natürlich ein bisschen aufgemacht, das 3-0. Ja, war dann so ein bisschen die Folge daraus, aber ja, insgesamt sehr enttäuschend heute. Ja, natürlich. War das 0-2, das eben angesprochen, dieser Elfmeter, den man sicherlich diskutieren kann von uns aus,
war zumindest unstrittig, dass der Ball in der Hand war. Ob es dann Absicht ist, das muss ja heute auch als Faktor noch dazu kommen. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, war das aber letztlich die Szene, also mehr dann die Verwandlung des Elfmeters, wo dann der Knackpunkt im Spiel lag? Ja, ich denke, einem 2-0 hinterher zu laufen hier im Markt, muss es nochmal schwerer als einem 1-0 natürlich. Und das war natürlich eine Phase, wo wir so ein bisschen versucht haben, uns nochmal aufzuraffen, wo wir nochmal versucht haben, ranzukommen. Ja, es war sehr, sehr ärgerlich und es macht es dann auch nochmal umso schwerer, wenn dann 3 Minuten vor Schluss auch immer 2-0 steht. Aber insgesamt, ja, haben wir es, denke ich, vor allem die erste Halbzeit sehr ordentlich gemacht. Da habt ihr es auch geschafft, Magdeburg viel zu beschäftigen in deren Defensive und habt insbesondere nach Standards auch einige Chancen gehabt. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten die ersten Minuten waren ein bisschen wild, aber es war uns klar, dass sie hier vor beeindruckender Kulisse die ersten Minuten richtig Gas geben. Da haben wir uns ein bisschen freigeschwommen, haben das Spiel dominiert, unter Kontrolle gehabt die ersten 40, 35 Minuten. Hatten viel Ballbesitz, viel Kontrolle, auch viele gute Standardsituationen, wo wir knapp verpassen. Und dann fällt so ein bisschen mit der ersten richtigen Chance für die, fällt dann das 1-0 kurz vor der Pause, was dann natürlich sehr ärgerlich ist. Du hast die Kulisse angesprochen, 16.000 knapp waren es hier, ein bisschen mehr, 50 davon vielleicht aus Würzburg. Inwieweit ist das was einen als Spieler dann beeindruckt oder ist das was, wo man Energie auch rauszieht? Diese Kulisse ist ja schon fabelhaft, das hat fast Erstliga-Niveau, würde ich mal sagen. Ja klar, es ist beeindruckend, aber ich denke, man kann auch viel Energie und viel Kraft rausziehen. Das spornt dann natürlich an, wenn die gegnerischen Fans hier pfeifen oder einen ausbuhen. Aber natürlich, für die dritte Liga ist natürlich was Besonderes, vor allem die Atmosphäre hier.